Jo, meine Freunde, heute ist Sonntag und deswegen dachte ich mir, wir werden mal ein Spezial bringen, ein Last Driver Standing. Es wird noch nicht final sein, deswegen werden wir mit Siri uns einen der 20 Fahrer heraussuchen und die Strecke werde ich heute noch bestimmen. Das ist Mexiko. Ich hoffe, es kommt gut bei euch an und wir probieren heute mal. Hey Siri, sag mal eine Zahl zwischen 1 und 20. Das ist 15. 15. Das heißt, der 15. Fahrer, Bitcoins erhalten. Sollten wir schon 40.000 haben? Nein, das ist natürlich fake. 20.000, ja. Ich muss gerade noch das Update runterladen. Deswegen gehen wir hier rein. Es gibt auch einen neuen ein neues Schadensmodell. Und deswegen freut es mich umso mehr. Wir gehen hier mal direkt rein. Wir kennen die alten Geschichten hier noch. Und ja, wir werden Mexiko nehmen, weil das einfach die beste Strecke ist, um rauszuhauen. Und 1, also 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... Der 15. Also Kimi wahrscheinlich. Wir werden mit Kimi Räikkönen fahren. Ist auch mal was Neues. Wie gesagt, ich fahre da nämlich immer ohne Ton, um noch mehr Fun zu haben. Deswegen werden wir auch meinen speziellen natürlich Flaggen aus. Dann hier Park für mich gebe ich auch meistens aus. Und dass das Ganze noch spannender wird. Und auch, ich habe schon ein bisschen probiert. Es ist ziemlich schwierig. Wir fahren auch ein mittleres Rennen. Es ist ziemlich schwierig, generell bei Simulation was zu erreichen. Deswegen mache ich den Autoschaden meistens auf Standard, weil das schon so hardcore ist. Rückblenden müssen wir natürlich angeben. Wir haben wieder 5, aber ich würde mal sagen, weil es ein Spezial ist, machen wir uns 8 Rückblenden. Sind wir nun in El Mexico. Mexico City, eine mega geniale Rennstrecke überhaupt zum Raushauen. Benzin brauchen wir seit neuestem auch nicht mehr mit. Und wir starten direkt ins Renngeschehen. So, wir müssen nicht viel einstellen und los geht's hier mit Last Driver Standing, das erste Mal. Und wir starten direkt hier, Frühstart natürlich, weil zwar letzter Platz und das für den Kimi, das ist aber schon überzogen. So, jetzt müssen wir irgendwo reinklatschen, Hamilton, der passt. Rein da. Durch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das müssen wir uns angucken. Das müssen wir uns angucken. Den hat's überschlagen. Wer war das? Es war Fett, nein, es war Stroll. Wir brauchen das hier. Kack. Oh mein Gott, da haben wir mal einen ordentlichen ersten Crash hinbekommen. Yuki Tsunoda auch draußen, aber natürlich auch Lance Stroll. Halleluja, der hat ordentlich kassiert, der Junge. Der arme Junge, der hat so kassiert. So, wir müssen uns natürlich hier wieder an die Spitze begeben, weil sonst... Achso, ich habe das ES nicht aufgedreht, deswegen sind wir auch so langsam. So, wir probieren hier mal reinzustechen. Wir haben 8 Leben, okay, das hat nichts gebracht, aber doch den ersten Platz. Wir haben 8 Leben und noch keins gebraucht, perfekt. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal von vorne an. Perez. Boah, Perez tot. Perez ist mal weg. Ja, die KI auch teilweise echt noch brainlost, aber das wird sich schon noch geben. Ich glaube, die wird auch immer intelligenter werden. Oh, what? What? Verstappt mit so einem behinderten Anfängerfehler. Wir haben sogar noch die Flügel in Halb. Halt die Motortemperatur im Auge. Könnte sich auf die Kühlung auswirken. Ach, Bottas, Mann. Eieiei. Bottas, du kleiner Go. Aber wir sind gut unterwegs. Es gibt zwar den ersten Respawn. Scheiß drauf, wir haben eh die 8, deswegen benutzen. Also, es war zwar eher Bottas seine Schuld, aber wir kennen das Ganze, ja. Jetzt ist Bottas down. Ach man, ich wollte Verstappen den Rest geben und jetzt gibt ihr mir den Rest. Ja, das kostet natürlich jetzt ordentlich Zeit. Okay, Verstappen. Last man standing. Nein, Spaß. Ich möchte natürlich hier weiter nach vorne. Ach, Bottas geht in die Box. Okay, und dann Ferrari führt jetzt das Rennen an. Das ist auch ziemlich komisch. Verstappen auch in der Box. Und wir müssen uns wieder nach vorne kämpfen, weil da drei sich durchgeschlüpft haben. Das werden wir gleich sehen. Es ist Sainz. So, Carlos. Ich muss respawnen. Das war das dümmste Manöver, was ich jemals machen hätte können. Uch, da bricht der Ferrari aus. Da bricht der Ferrari aus, aber ordentlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Carlos Sainz. Der Mann, obwohl er zu Ferrari gewachsen ist, hat immer noch Stierhoden. Wirklich. Okay, wir benutzen, das ist kein Respawn, wir haben noch 5 übrig, oder? 6 übrig. Ach, come on, Carlos, jetzt reicht's.
Also es ist mühsam. Weil ich meine, ach Mann, warum? Probieren wir den nächsten Versuch. Was? Was? Er hat mich ganz leicht berührt und das gibt schon eine. Das gibt schon so einen Bouncer? Hä? Habe ich was verpasst? Weißt du was? Jetzt geben wir. Okay, keiner von allen. Okay, ja. Das. Ich muss mir das mal angucken. Haben wir den roten. Ah, der Flügel ist gelb. Das ist immer so ein Bug in dem Game. Weil immer, wenn der Flügel auf der Seite, wo er gelb ist, verliert man den Reifen schneller. Ich verstehe nicht, was der Sinn der Sache ist, aber. So! Norris ist draußen. Wir haben noch 15 Leute übrig und ich habe Angst vor dem Ferrari. Der ist echt stark. Yes. Wir haben noch 5 Leben übrig. Ach man, das ist natürlich sehr, sehr dumm. Gucken wir mal. So, Norris fliegt noch und wir dann danach. Alter, der Ferrari ist so mächtig. Lando ist draußen. Schade für ihn natürlich. So, Yuki draußen. Ach, Sainz noch immer noch nicht. Aber Pierre Gasly dafür. Das war gar nicht. Doch, Yuki Tsunoda und Pierre. Okay, das ist natürlich ein Double Roulette vom gleichen Team. Und jetzt gucken wir mal. Wir haben noch 5 Leben. Aber Carlos Sainz, der wackere Spanier. Der ist ein Wahnsinn, wie sich der hält. Oh mein Gott, okay. Oh, dann hat es eingeklatscht. Jetzt ist er endlich draußen. Jetzt ist er endlich draußen. Carlos Sainz nur noch draußen. So, mein eigener Teamkollege mal in die Zange genommen. Und weiter geht's. Raus hier aus der letzten Kurve. Und beide bleiben draußen. Obwohl ich meinen Teamkollegen da. Obwohl, ja, Geld sparen. Bitte. Ach man, das wäre der geilste Auffahrunfall der Welt gewesen. Ach man. Tschüss, Ricardo. Schnitzel. Okay, weiter geht's. Oh mein Gott, okay. Ja, mein Teamkollege, den müssen wir ein bisschen sanfter angreifen. 11 Leute nur noch. Der neue Realistik-Modus ist echt ein bisschen zu einfach, muss ich fast sagen. Echt? Alter, okay, da hat kein Flügel mehr, denke ich mal. Weil sonst wäre der nicht zu. Oh, okay, der wird aufgeholt. Da wird ordentlich aufgeholt von Vettel. Okay, dann nehmen wir jetzt zuerst. Okay, Vettel mit dem kaputt, mit dem besseren Auto und der verliert direkt den Reifen jetzt auch draußen. 10 Leute, die Hälfte ist draußen. Ja, wie soll ich sagen, nicht mehr die meisten Gegner hinter uns. Also unser Teamkollege natürlich, aber der hat, glaube ich, einen Flügelschaden, oder? So, tschüss. Haben wir denn Double Roulette? Haben wir da ein Double Roulette? Ja, Mick auch draußen. Boah, mein Gott, Verstappen nimmt da unseren Reifen mit. Das war ein bisschen zu viel. Aber trotzdem, das ging gut. Wir haben noch, ich schreib's hin, aber ich glaube, es sind noch 5. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir noch 5 haben. Jetzt sind es noch 4. Okay, das hat uns Verstappen hier richtig. Das hat uns Verstappen ein bisschen abgezogen. Aber es leben auch nur noch 8 Gegner. Also, das ist okay. Wir müssen hier auf jeden Fall an Verstappen dranbleiben. Sonst wird's echt. Wow. Wir haben noch 4 Leben. Und Verstappen. Ja, oh mein Gott, den dreht's da leicht weg. Ein Mercedes lebt auch noch. Hamilton. Den haben wir eh das ganze Rennen lang nicht. Oh, steht er ab. Wie langsam der fährt. Okay, Mick lebt auch noch. Okay. Verstappen. Nicolas Latifi. Der kommt angeschossen mit Hamilton im Schlepptau. Wow, Hamilton. George Russell, tschüss. Wow, mein Gott, den Überschlag. Und Hamilton hat alles noch drauf. Oh nein. Ja, das war ein Leben zu viel. Upsi. Ja, das war ein Leben. Leider. Deswegen noch 3 Leben. Aber trotzdem, blöd, dass Hamilton nicht gestorben ist. Hat echt so ausgeguckt, als ob Hamilton da ordentlich Probleme hat. Aber war leider nicht so. So, gucken wir mal, was wir mit Nicolas Latifi machen können. Latifi. Ja, boah, das war clean. Das war sehr clean. Das mit dem aktuellen Schadensmodell. Ja, okay, da. Ja,
Ja, das war jetzt Hamilton schuld. Ehrlich, ich meine, ich habe darüber geguckt und der hat mir beim Vorbeifahren den Reifen abgerissen. Wir haben noch 3 Leben. Wir gehen mal davon aus, dass ich noch 3 Leben habe. So, zack, Alter, das war so clean. Aber dann Hamilton, der ist mir ein bisschen zu schnell gekommen und mit zu vielen Leuten. Oh, Hamilton ist tot. Ach, schade. Ja, bei Simulationen wäre der Reifen weg. Aber auch teilweise meiner zu oft. Und deswegen, da geht es mir auch darum, aufzupassen, dass nicht zu oft der Reifen wegfliegt. Wir haben noch 6 Gegner übrig. Ach, Mann. Das ist halt der Bug des Jahres, wirklich. Auch dieser Reifen, der so hin und her schlackert. Das müssen sie noch patchen. Trotzdem macht es die Last Driver Standing Challenge noch spannender und spaßiger mit dem neuen Schadensmodell. Und das habe ich mich auch schon gefreut drauf. Die Teamkarriere, ja, das ist halt finde ich... Alonso noch immer nicht draußen. Ja, genau. Carry mal deinen scheiß Teamkollegen. Mann, das war so unnötig. So, dann wird jetzt als erstes mal als Amtshandlung Ocon sterben. Wir haben noch 3 Leben. Das ist echt nicht viel. Wo ist er in die Mauer? Der ist in die Mauer geklatscht und hat das Ganze problemlos überstanden. Wait, what? Was ist denn das heute? Was ist denn das? 3 und jetzt hat er abgestellt. Dann gehen wir gleich weiter hinten und probieren nochmal Ocon rauszukommen. 3 Leben noch. Der ist nicht gestorben an diesem Crash. Du bist ein Hammermann. Du bist Hammermama. Stelle ab. Alonso lebt immer noch. Alter, du willst mich doch verscheißern. Alter, und jetzt! Jetzt nimmt uns hier der Mazepin! Der Mazepin nimmt uns hier hops! Das gibt's doch nicht, wie der uns hier hops nimmt! Bremst und zieht hier vorbei. Ach man, jetzt müssen wir hier wieder vorbeiziehen. Das ist natürlich so mühsam. Egal. Voll aufs Rohr. Wir haben noch 3 Leben. Ach, come on. Das Schadensmodell ist teilweise so vercrappt, wirklich. Egal, probieren wir es nochmal. Müssen wir sowieso. So, wir haben noch, immer noch 3 Leben, würde ich sagen. Ja, nur ein Spin. Ich meine, Matze Spin, den kann man, den Spin sowieso, den glaubt man, den... Jetzt bin ich echt gespannt, ob wir ihn endlich mal finishen können. Ach, come on, please. Das Spiel ist teilweise echt unrealistisch. Warum wir immer diesen scheiß linken Reifen verlieren, ich verstehe es nicht. Ich berühre ihn teilweise mit der Seitenbox und er reißt mir den rechten Vorderreifen raus. Das macht gar keinen Sinn, finde ich. Also, ehrlich, das macht keinen Sinn. Aber wir probieren jetzt was Neues aus. Wir werden hier mal langsam fahren und dann in einen Satz rüberziehen und bremsen. Genau das. Und jetzt sollte er aber tot sein, oder? Fährt noch immer noch weiter. Wow, was haben die denn dieses Jahr für ein Paket bei Red Bull? Also das Auto ist einsame Spitze. Und das Schadensmodell. Wirklich, also es lohnt sich mit dem Red Bull zu fahren. Tschüss. Endlich, du mühsames kleines Arschloch. Nein, es reicht. Sorry, aber es nervt. Es nervt so übelst. Gut, dann nächster Round, nächster Versuch. Wir haben noch 2 Leben. Tschüss, Verstappen, der ist mal tot. Boah. Schumacher, du kotzt mich genauso an wie Mazepin. Ah, Mazepin auch schon tot. Oh, ist der... Gut, kein Flügel mehr. Das ist natürlich ein bisschen instabiler, das ganze Auto. Jetzt ist er tot, oder? Nein, noch immer nicht. Mann, Schumacher, warum habt ihr so drecksgute Autos, bitte? Endlich. Nein, der stellt wieder nicht ab. Er steht. Geht, okay, dann vor die Box, wirklich. Nein, es ist mir schon zu mühsam. Tschüss. Ja, das ist halt so dieser Geheimtrick dieses Jahr. Schaffen wir das hier? Oh mein Gott, man ist wieder gespinnt mal. Ach du heilige Scheiße. So, 2 Gegner noch. Oder 3 besser gesagt, aber. Ja, was soll ich sagen? Matze Spin fährt eh wieder in die Box.
Und Ocon ist 35 Sekunden hinten. Aber ich denke mal, Fernando jetzt. Okay, da stellt sich raus, die Haas und die Alpine sind einfach mal die stärksten Autos. Die haben einfach das robusteste Auto. Oh mein Gott, ja, Alonso. Der hat auch ein fett robustes Auto. Halleluja. Dann probieren wir das Ganze nochmal. Oh nein! Tot? Ja, du. Der ist weg vom Fenster. Das war perfekt. Das war perfekt. Wir haben noch ein Leben. Okay, der neueste Trick des Jahres ist davor fahren. Okay, und sich abziehen lassen. Wir haben noch zwei Leben. Und ich denke mal, ich weiß natürlich nicht. Wenn es nicht ein Leben ist, dann habe ich es natürlich verschissen. Aber meine Rechnerei. Alter. So, Con, danke, Mann. Und der letzte ist Matze Spin. Schaffen wir, ihn zu töten. Gut, das war ja seine Schuld. Aber wir benutzen unseren letzten Spin. Wenn wir es verscheißen, ist es vorbei. Unser letzter Spin, habt ihr schon gehört? Da bin ich schon komplett brainless. So, letzter Versuch hier gegen Matze Spin. Wo kommt er denn? Na, wo kommt er? Wo kommt er? Wo kommt er? Boah, da fliegt alles und Matze Spin ist draußen. Wir haben sie bestanden, die Last Driver Standing Challenge. Und abonniert den Channel gern kostenlos für mehr. Lasst unbedingt gerne ein Däumchen rum da. Wir sehen uns hoffentlich auf Instagram oder TikTok. Wir werden auch später noch reagieren oder haben es vorhin schon. Abonniert dafür gerne den Channel. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.